So, hier ist noch eine Skulltula. Nein! Na, oh, wie blöd! Ich bin manchmal, also manchmal habe ich so... Ich stelle mich manchmal echt blöde dran. So, ich muss noch eins hoch. Ich muss noch eins hoch. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Hier muss ich hin, oder? Ja, aber komme ich von hier da? Ich glaube nicht, dass ich von hier da dran komme, ne? Oh Gott, Typi! Was bist denn du für einer? Ich habe einen Typi gefunden. So, gesaved. Komme ich da dran? Nee, muss ich nochmal hoch, weil die hätte ich gern. Ich habe mir überlegt, jetzt mal ein bisschen intensiver ein paar Skulltulas zu suchen, weil die 50, wie gesagt, ne? Die will ich ja voll kriegen. So, wo ist er? Na komm, na komm. Ja, geht doch, geht doch, geht doch. Lalelu. Ey, wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von den von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link. Was? Der größte Krieger der Geronen. Okay. Ist klar. Hi, du. Du bist klein und dick. Mann, ihr seid alle fett. Was? Auch dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Link. Ja, it's me, Linkio. Darunia ist mein Papi. Kennst du ihn? Ja. Der ist die Frau? Also wer ist deine Mama? Das wüsste ich jetzt gern. Ernsthaft. Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Erfolgsheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Bitte, bitte, bitte. Schreib für meinen Freund Link den Goron. Okay. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch, hör mich an. Mein Papi, der Doronia, begab sich zum Feuertempel. Und dort ist es ein Höllendrachen. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Papa voll tot. Och, fuck, scheiße, Schnüff, Daddy, purr. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach mal was. Worüber willst du da mit ihm babbeln? Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen des Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausame Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mithilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. Naja, so erzählt sich die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Pubbies war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Oh, ich muss weiter heulen. Du solltest ihn immer noch beruhigen, über die Goron. Fuddy Lion war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie von Magier geopfert werden. Pubby sagte Ganondorf, gesagt, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Fati ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link, möge diese Goronenrüstung zu Gelingen deiner Mission beitragen. Oh, was? Ja, voll logisch, hat die ganze Zeit so eine Rüstung mit sich rumschleppen, ne? Die Goronenrüstung. Für diese krasse Rüstung bist du jetzt alt genug und sie schützt dich vor Hitze. Und die Türe gehen wieder auf. Schön. Ja, cool. Dann mach's gut, Link. War schön, mal mit dir gequatscht zu haben. Moment. Wir wollen jetzt als erstes... Wir wollen als erstes jetzt die Skulltula holen. Sag mal, nein, falscher Knopf.
Upsala. Mach mal hier die Felsen weg. So, ein bisschen Räumungsarbeit hier, ne? Ja, der eine kann stehen bleiben. Erlaube ich jetzt einfach mal. So. Und so. Und eine weitere Skulptulla. So, als nächstes muss ich überlegen. Ja, hier bin ich richtig. Wir wollen in die verlorenen Wälder. Denn wir wollen den Tauschhandel ja noch weitermachen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und... oh Gott. Henny Kakarikid. Kann ich hier eigentlich auch mit meinem Bogen raufschießen? Das würde mich interessieren. Nein, da haben die kein Interesse dran. Irgendwie. Moment. Wo muss ich denn hin? Ja, geh mal den falschen Weg, damit ich den richtigen Weg finde. Wir haben voll so Nachmittag. Sieht sau cool aus. Hier links müssen wir. Wir müssen uns mal das blaue Hühnchen ausrüsten. Ja, ist ja gut. Und zu dem Typen. Der sieht echt mega cool aus. Hallo, geht's dir gut? Hallo? Hallo? Ah, hallo? Er reagiert nicht. Er scheint zu schlafen. Gleich nimmer. Ja, schon bevor ich es rausgeholt habe, reagiert, ne? Henny, was? Ich dachte nur, ein netter Mensch wie ich kann dich zähmen. Das bedeutet, du musst in Ordnung sein. Ja, ganz bestimmt, ich vertraue dir. Du musst mir einen Gefallen tun und so, ne? Bring dies jetzt zum Laden, der XA, sein Kakariko. Schnell, Alter, bitte, Alter, yeah. Du lass dir nicht so viel Zeit, denn sonst löst es sich auf. Ja, okay. Oh yeah, der Schimmelpilz. So ein frischer Pilz. Was? Frischer Pilz fault sehr schnell. Also bring ihn rasch zum Hexenladen in Kakariko. Was? 3 Minuten? Oh mein Gott, wir müssen uns voll beeilen. Ich muss die Ocarina ausrüsten. So, ja, jetzt geht's zurück nach Kakariko. Um den Pilz abzuliefern innerhalb von 3 Minuten. Oh mein Gott, ob wir das nur schaffen. Okay, soll euch gesagt sein, dass die Zeit wieder sehr, sehr großzügig gemessen ist. Packen wir also locker. So. Oh mein Gott, es macht komische Geräusche. So, wir müssen uns erstmal unser Pferd holen. Oh Gott, wie war die... oh, auf Anhieb! Leute, auf Anhieb! Richtig gespielt! Ist das nicht großartig? Ich bin ein ganz großer Held irgendwie. Epona, wo zur Hölle bist du? Hängst du irgendwo an einem... ja, da bist du ja. Komm, Epona, wir müssen eine Eidellieferung zustellen. Yo. Und so. Schnell! Heya! Aber Kakariko ist ja gleich um die Ecke. Ich meine, jetzt ist er jetzt noch nicht so weit weg, ne? Und mit Epona packen wir das locker, 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 locker. Puff! Und pam! Und pum! Ich weiß nicht, irgendwie... pam! Und bremsen. Danke, Epona. Ja. Ich frag mich, wo Link die ganzen Karotten her hat. Sehr mysteriös. Ich weiß gerade gar nicht. Muss man da tagsüber rein? Ich glaube schon. Ich krieg's mir nicht gebacken. So, geht doch. Oh Mann, es ist alles nicht so einfach. So. Ja klar, voll so ganz schnell hell gemacht, ne, damit jetzt Tag ist, aber meine Zeit ist nicht weitergelaufen, ne, es gibt voll Sinn. So, oh, keine Musik, wir sind zu früh hier drin. Naja, egal. Wir müssen ja auch nicht die Musik uns anhören, sondern wir müssen ja eine Eillieferung überreichen.
Moment, ich hab da eine Idee. Moment, lasst mich mal was gucken. Nee, da komme ich nicht ran, oder? Das wäre nämlich sau cool. Nö, egal. Geh mal halt auf normalem Wege. Wir müssen da rein. Hallo, ich interessiere mich nicht für dich und tschüss. Sau blöd. Ein Laden hinter einem anderen Laden. Um hinzukommen, muss man natürlich durch einen anderen Laden laufen. Ich meine, ist voll blöd. Voll die schlechte Organisation hier. Na, 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 na. Gut, wir sind im Magieladen. Und diese nette Dame hier aus dem Magieladen, die möchte diesen Pilz haben. Nein, Link, ihr geben. Guck mal da. Ah, dieser Taugenicht. Er musste unbedingt in den Wald gehen. Ich verstehe. Hey, gib das sofort her. Okay. Oh, ich mach mal ganz kurz die Lichter aus. Damit ich mich, na egal. So, hey, wenn du den Dummkopf siehst, dann gib ihm dies. Es ist die stärkste Medizin, die ich je gebraut habe. Aber sie wirkt nicht bei jedem. Oh, 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 geil. Der Modertrank. Ja klar, Trank, ne? Trank auf einem Stück Papier, das es ist. Und das sieht eher aus wie so Staub. Wie so, ne? So, ja. Aber Trank, ja klar, der Modertrank. Ist bestimmt nützlich. Gehe doch mal in die verlorenen Wälder. Hey, es heißt, gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das ist wahr. Okay. Dann tut's mir leid für dich. So, und ja, Leute, wir dürfen schon wieder nach Kakariko. Ich meine, da waren wir ja auch noch nie. Es ist ein ewiges Hin- und Hergerenne am Anfang bei dem Tauschhandel. Ich weiß, es ist irgendwie total lame und langweilig, aber muss halt sein und da oben tanzen sie rum. Ja, ist egal, lasst mich in Ruhe. Hä? Hi, wer bist denn du? Der rasiert dich, Typ. Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist es ausgetrocknet. Ist okay. Ist okay, alles ist cool. Wir müssen mal wieder in die verlorenen Wälder. Lalalala. Ich schenk mal noch was zum Trinken ein, Leute. Bis gleich. So. Wasser. Aufschrauben. Hups. Den Controller dabei gut in den Händen halten. So. Das ist mega spannend. Ich schenke mir gerade Wasser ein, ne? Das ist mega interessant. Das müsst ihr einfach wissen, dass ich das mache gerade. So, wo ist Epona? Epona, Pferd, da ist es. Ihr habt mir gerade das Wasser über mich gekippt. Sau cool. Uah. Egal. Passt schon, ihr seht das ja nicht. So, wo war genau? Verlorene Wälder, so war das. So war das, ich erinnere mich. Ach her. Und heya! Ach heya! La la da ba da ba! Heya! Nödelde! Heya! Hey, heya! Hey, hey! Heya, 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 ho! Heya, 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 ho! Apuff! So, danke Epona! Es müsste ein Feature geben, Epona. Füttern und streicheln und das wäre doch voll süß und so. Egal, ich hab komische Ideen, ich weiß. So,